Was in der letzten Folge geschah? Oh Mensch, das Pokémon Center ist genau das Richtige, was ich jetzt brauche. Ich sollte am besten meine Pokémon heilen. Was diese Folge los ist? Oh, sorry, ich kann deine Pokémon nicht heilen. Ja, wir haben keinen Strom in der ganzen Stadt. Irgendwas muss hier wohl passiert sein. Sonst wird auch irgendwas mit dem Pokémon hier passieren. Vielleicht, wenn du ins Kraftwerk gehst, dann kannst du herausfinden, was das alles auf sich hat. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich gehe ich ins Pokémon Center. Nicht ins Pokémon Center. Ins Kraftwerk. Ich als 10-jähriger Junge. Herzlichen Glückwunsch. Aber gut. Ich würde mal sagen, wir finden es mal kurz heraus. Und, oh nein, es sind die Dickter. Ich kann sie einfach nicht mehr aufhalten. Sie zerstören alles. Oh, Bullshit. Das war eigentlich schon die nächste Folge. Egal. Dickter, 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 Dickter. Nein, wir können nicht das Gebäude wieder bauen. Dickter, ich hasse sie. Es sieht wohl so aus, als ob wir unseren Traum aufgeben müssen. Und den, Dickter ist diese verdammte Landschaft geben müssen. Aber egal. Ich werde eine Division zusammenrufen, die Dickter besiegen und zerstören. Von nun an rufe ich jeden Pokémon-Trainer an, der hier rumfährt, um diese Dickter zu besiegen. Um von diesen Dickter loszuwerden. Oh, du bist ein Pokémon-Trainer? Dann bitte. Wenn du durch die Dickter-Höhle gehst, dann besiege so viele Dickter, wie du kannst. Ich werde dich mit einem wundervollen Preis belohnen. Ja, wahrscheinlich. Gut, schade, es ist 19 Uhr und deswegen ist es Nacht und es ist so dunkel. Aber ich denke, meinem Kraftwerk wird es etwas heller sein. Das ist eigentlich eine andere Folge gewesen mit den Dickters gerade. Aber gut. Was ist das? Oh, Hyper Potion. Hätte ich mal was Sinnvolles. Ich werde die zwar noch nicht verwenden, weil es sind 200 Leben, die ich damit aufheile. Also, das macht an sich noch keinen Sinn. Dass wir sie jetzt schon aufheilen sollten. Oh, ein Slimer. 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 Los, Glumanda! Glut! Oh, es brennt schon. Das ist natürlich sehr gut. Aber es setzt auch Härten ein. Besser als irgendwas anderes. Ich will nicht vergiftet werden. Denn, wie wir wissen, habe ich kein Geld. Hust, hust. Na doch, ich habe wieder ein bisschen Geld. Aber man verliert extrem viel, wenn man Kämpfe verliert. Und man hat manchmal keine andere Wahl, als besiegt zu werden. Weil einfach viel zu stark oder so. Ist so ein großes Fragezeichen bei mir. Also ich denke manchmal so, bei dem Raichu war das Level angebracht, weil es ein einzelstehendes Pokémon war. Beim Kadabra kann ich es auch noch verstehen, aber deine Erika, sie hat es ein bisschen übertrieben, also nicht nur ein bisschen. Sorry, dass ich darüber immer noch ein bisschen rummeckere. Aber ihr versteht, was ich meine, ne? Ich habe schon echt Angst vor dem nächsten Arena-Kampf, aber gut, wir finden erstmal heraus, was hier weiter so in dem Kraftwerk drin ist. Ein Magnetilo. Das sollte schon vom Typ Stahl sein. Das ist sehr gut. Weil normalerweise ist es ja in der ersten Generation nur Typ Elektro. Aber dadurch, dass es hier noch Typ Stahl ist, hat es natürlich endlich, außer Sonic Boom, was extrem nervig ist, also Ultraschall, eine Feuerschwäche. Und deswegen ist es das perfekte Training für Glumanda, auch wenn es gar nicht mehr so viel Geld... Nein! Nein! It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh nein, das gibt's doch nicht. Oh Leute, ich bin doch so dämlich. Wir haben jetzt keinen EP-Teiler mehr. Weil Razaf den getragen hat. Oh, wie kann ich so dämlich sein? Natürlich musste ich Razaf abgeben und jetzt haben wir keinen EP-Teiler mehr. Oh, nein. Gut, wir werden ihn eh nicht brauchen. Ich sag mal, so viel bringt er uns auch nicht. Außer vielleicht ein Togepi zu trainieren. Aber das werden wir nie machen. Nie machen müssen. Oh, warum? Gut, das ist jetzt wieder so ein kleines Malheur, was mich ärgert, dass die Items dir dann nicht zurückgegeben werden. Und du hast ja keine Chance, sie zurückzubekommen. Dein Pokémon ist ja von vornherein weg. Bitte snap out of confusion oder triff. Ja, danke, du bist mein Glurak. Kleines süßes Glurak. Natürlich. Du wirst bald noch ein geiles Glurak sein, aber vorher muss ja doch noch irgendwas anderes passieren. Außer, dass wir dir alle zwei Schritte gegen ein Magnetilo kämpfen müssen. Hallo, Magnetilo.
Gut, da mich die Kämpfe gerade selber auch ein bisschen nerven und ich die ganze Zeit Start mit dem anderen verwechsle, weil die Tasten so nah aneinander sind. Beziehungsweise sich sehr ähneln mit dem vom DS. Sage ich mal so. Für alle, die Emulator spielen, wissen, was ich meine. Ja. Aber ansonsten, ich glaube, ich gucke erstmal ein bisschen selber hier nach, was so los ist, weil ich habe echt keinen Bock, den ganzen Pokémon zu begegnen. So, unser Glumanda ist zwischendrin draufgegangen und ich wollte es eigentlich nur heilen. Aber hier sind jetzt auf einmal Wissenschaftler. Und ja, ich habe den Weg raus nicht mehr gefunden. Hä? Hä? Passiert schon mal. Aber gut. Ja, der Grund, warum die Power weg ist, ist, weil es ein großes, stinkendes, schleimiges Pokémon gibt, was das Seewasser ja, verschmutzt und beeinflusst und eigentlich da drin ist. Wir müssen es loswerden und ja, damit wir die Turbinen reaktivieren können. Ich weiß. Willst du das Pokémon kämpfen, damit wir es loswerden? Ah, da ist es! Tu etwas! Es kommt auf uns zu! Slimog! Slimog! Und ich habe gehört, dass Slimog so ein geiles Pokémon ist. Denke ich mir jetzt mal so, warum nicht? Water Gun und Fang! Bitte geh nicht sofort drauf. Wunderbar, das macht gar keinen Schaden. Das ist das, was ich wollte. Und Body Slam macht soliden Schaden. Wir tasten uns vorsichtig ran. Und fangen dann unser Slimog. Shiggy ist paralysiert. Das macht uns gerade gar nichts. Das kann sich auch verkleinern, wie es will. Wir werden es trotzdem besiegen. Okay, alles klar. Ich glaube, wir setzen jetzt doch erstmal Paraheiler ein. La 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 la, da ist er. Und jetzt fangen wir Slimog weiter. Außer Body Slam besiegt uns. Ja, gut, gut geschätzt, ne? Ja, natürlich nächstes Pokémon. Jetzt müssen wir das bloß leider mit Tauboga wieder rantasten, wie viel Schaden wir machen dürfen. Ich glaube, Tackle müssen wir noch drauf haben. Sollte jetzt nicht allzu großen Schaden machen. Alter! Tauboga! Ich meine Fake Taubsi. Das macht viel zu viel Schaden. Was anderes macht auch nicht weniger Schaden. Das heißt, wir müssen jetzt leider schon versuchen, es zu fangen. Wunderbar. Wir konnten uns immer Great Ball hören und ich finde, Timer bei der Kampf hat schon lange genug gedauert. Ja, ich habe ein bisschen im Einkaufscenter gekauft. Nein, Mann. Ich bin immer wie so ein kleines Kind, was aus seinem Stuhl rumspringt, wenn sowas nicht klappt. Weil ich habe davon jetzt auch nicht so viele. Ich habe 30 Pokebälle, ne? Also es hat genügend Chancen, dass es drin bleibt. Ja! Mann, jetzt, warum der Timer bei nicht, aber ein normaler Pokéball? Ich verstehe es nicht. Aber ich bin froh, wir haben einen Slimer. Mag. Slimer. Sorry, dass ich so viele Namen immer verwechsle von den ganzen Pokémon. Aber das liegt einfach nur daran, dass sie sich extrem ähnlich anhören in der ersten Generation. Beziehungsweise auch in den anderen. Und dann kann schon mal passieren, dass ich Entwicklung nach der Vorentwicklung benenne. Oder andersrum. Du hast es geschafft! Nun ist das Slimog weg und wir können endlich die Maschinen wieder starten. Hier, bitte, nimm das. Magnet. Wunderbar, Dankeschön für diesen Magnet. Cool, können wir raus. Ha, ein anderer Ausgang. Dankeschön. Dann war es das endlich. Wir haben uns endlich darum gekümmert und jetzt müsste auch wieder Strom im Pokémon Center sein. Ah, Dankeschön. Willkommen im Pokémon Center. Kann ich deine Pokémon heilen? Kein Dankeschön? Kein Dankeschön irgendwie dafür. Danke, du hast die Welt gerettet. Also, naja. Du hast das Slimog gefangen. Hey! Naja, immerhin etwas, ne? Oh, ich habe ein Nugget gefangen. Vielleicht kann ich ihn verkaufen. Oder essen. Wenn es ein Chicken Nugget ist, würde ich es jetzt tun. Wenn ich ihn gefunden habe, dann glaube ich nicht. Ja, und okay. Wir sollen niemanden anrufen. Dann gucken wir mal, ob wir diese Dickda besiegen können. Diese Dickda-Plage, die ist ja eine ganz böse Plage, habe ich gehört. Aber, ja, er meint, hast du die Dick da immer noch nicht besiegt? Nö, warum sollte ich? Aber erstmal ist eine neue Route vor uns. Nee. Zeig mir, was du hast. Ein Pikachu. Nice, nice. Pikachu Battle hier. Glurak gegen Pikachu. Oder sollte ich sagen, Glurak gegen Pikachu. Es hat übrigens, Seismic das gelernt.
frag mich immer noch nicht, wie das Ding auf Deutsch heißt. Ich führe keine Kampf-Pokémon in meinem Sortiment. Geowurf war anders, oder? Oder war das Geowurf? Nee, nee, Geowurf haben wir so auch schon als Attacke. Oder war das anders? Nee, nee, das war eine andere Edition. Das war ganz normal, egal. Ja doch, das könnte so sein, das könnte hinkommen, ach egal. Nee, Geowurf ist was anderes. Gut, dass ich mich entscheiden kann, ne? Aber egal! Pippi kann mit seinem Doppelschlag uns fernbleiben. Denn wir haben Seismic Toss und das sollte normalerweise sehr effektiv sein, wenn Pippi nicht Charme haben würde und vielleicht vom Typ Fee ist. Warum tust du mir das an, Spiel? Und warum tust du irgendjemandem überhaupt Double Slap an? Oder attacken die mehr? Und das ist ein Double Slap. Das ist ein Double Slap. Double heißt zweimal und nicht viermal. Oh. Aber danke immerhin, setzt du Fire Spin ein. Gut, dass du es trotzdem erledigst, Glurak. Du bist mein Liebling. Ey, Glurak ist Level 29. Ich habe gehört, du entwickelst dich bald? Fragezeichen. Vielleicht, bitte? Nicht nur ein kleines vielleicht, ein großes vielleicht. Wäre ganz toll. Sei sehr ruhig. Ich jage die Dicta. Oh ja, mein Freund. Jage die Dicta in deinem halben Glurak-Kostüm, was so ähnlich aussieht wie Dragoran. Aber nein, Rihorn ist eine Nummer zu groß für uns. Da müssen wir leider auswechseln. Das ist perfekt für Officer Shiggy. Nein, eigentlich ist dieser Samen unser Officer. Also Shiggy ist, obwohl er ist, Shiggy hat die Sonnenbrille. Sagen wir Sherlock Shiggy und Officer Bisasam. Oder hatte ich schon Sherlock Bisasam? Weiß ich nicht. Zu lange her. 20 Minuten oder so. Aber das sind Kleinigkeiten, die muss man sich nicht merken. Eigentlich nicht. Das sind wunderbare Erfahrungspunkte. Lickitung, das war ein Schlurp. Bischilurp. Das kriegen wir aber auch hin. Wie wär's mit einem weiteren Blubstrahl? Besser als Blubber, aber nicht so gut wie Surfer. Aber wer erwartet auch schon, dass ein Shiggy Level 36 Surfer kann? Hey. Macht Shiggy das auch? Nee, das hat eigentlich nur Gekkabor gemacht, oder? Oder wer hat das eigentlich gemacht? Das weiß ich gar nicht. Flamly hat Feuerbälle gespuckt, aber niemand hat so richtig so eine Graskugel ausgespuckt, oder? Hat das mal irgendjemand gemacht? So richtig so... Ja, locker mit dem Blubstrahl auch. Aber wer weiß, wo diese Dicta sind. Dicta! Ich suche euch. Ja, okay, dann müssen wir anscheinend gegen diesen Wanderer kämpfen. Der hat bestimmt... Egal, wir trainieren Glurak einfach weiter. Hallo, Wanderer. Hey. Es macht doch immer so viel Spaß, gegen diese ganzen Leute hier zu kämpfen. Ich weiß, Training ist immer ätzend, aber besonders in einem LP ist das immer so. Ist das immer so eine Sache, die einen extrem aufhält. Deswegen, also ich habe auch nur in dem Spiel angefangen, die ganzen Sachen rauszuschneiden größtenteils, weil die mich selber eigentlich nerven und ich gar nicht mal weiß, was ich denn sagen soll. Weil es hält einfach nur von der Story ab und richtiges krasses Training ist es auch nicht, weil wir brauchen eindeutig ein Team, was an die 40 rangeht, um gegen die Arena-Leiter zu bestehen. Aber alle anderen Trainer sind dann nur Level 20 gerade. Das ist so der Moment, wo ich das Spiel wieder nicht verstehe. Was ich jede Folge ankreide, egal am Anfang, am Ende, in der Mitte oder sonst. Also, davon kommt man auch nicht weg. Aber egal. Somit sind diese Trainerkämpfe umso leichter. Und die anderen Kämpfe umso schwieriger. Habt ihr ja gesehen, in der letzten Folge. Als wir unser Razor verloren haben. Na gut, ich traue es Madbull immer noch ein bisschen mehr hinterher. Was ist das hier? Dicta-Tunnel? Mit seiner gehen wir da erst gar nicht weiter. Denn das sieht nach was anderem aus. Sondern gehen in diesen Dicta-Tunnel. Und besiegen die Dictas. Ich tausche erstmal aus. Switch auf Shiggy. Guten Tag. Oh, ich habe eine ganze Menge Dicta gesehen, die hier irgendwelche Pflanzen runterbringen. Oh lol. Was sie wohl damit machen. Ja, ich denke mir auch nicht, dass Dicta so böse sind, wie jeden töten. Aber wir sollten uns trotzdem mal angucken, was diese Dicta vorhaben. Und ich bin beeindruckt.
Ich spreche jetzt noch nicht aus, weil ansonsten passiert's gleich. Genau. Wir sind noch keinem Diktar begegnet. Nämlich jetzt erst, auf halbem Weg. Aber nicht, dass es eine Herausforderung für uns wäre und werden würde oder überhaupt irgendwas. Auf Wiedersehen, Diktar. Ich muss sagen, aber den Diktar-Tunnel fand ich früher mal nice. Der Diktar-Tunnel war so für mich ein Highlight, aber man konnte sehr gut trainieren, weil die Diktar alle ein bisschen overlevelt waren. Also die waren nicht nur so Level 20, sondern okay, Level 17, nein eigentlich. Eigentlich auch so Level 28 bis über Level 30. Und ihr konntet nicht nur Diktar begegnen, sondern mit Glück auch noch ein Diktri. Und das war mal so eine Möglichkeit, du hattest so keine Chance gegen Officer, nicht Officer, Lieutenant, Search, wie heißt denn auf Deutsch? Major Bob! Da hattest du eigentlich so gut wie keine Chance gegen ihn. Wenn du so Shiggy oder so genommen hast und generell dein Team aus anderen Pokémon bestanden haben, die nichts gegen Elektro machen konnten. Und dann bist du in den Diktar-Tunnel gegangen, hast den Diktri gefangen und hast ihm eins ausgewischt. Du hast ihn fertig gemacht. Einfach nur, weil du es konntest. Und genau, danach hast du das Diktar nie wieder benutzt, beziehungsweise das Diktri. Also ich habe es dann irgendwann nochmal aufgenommen in die Top 4, weil ich meine anderen Pokémon alle schon auf neuere Editionen übertragen hatte. Und ja, ich muss auch immer noch zugeben, ich habe Feuerrot und Blattgrün nie durchgespielt, weil ich nie die Top 4 geschafft habe. Ja, das ist wahr. Ich bin nie an Siegfried vorbeigekommen. Und das habe ich bisher auch nicht in Soul Silver und so. Also in Hard Gold habe ich es geschafft. Aber, und in Gold auch. In den alten. Aber in meiner Soul Silver Nuzlocke habe ich es auch nicht geschafft. Deswegen, ist das traurig? Ist das irgendwas anderes? Holy shit, hier sind so viele Diktar. Diktar, Diktar, Diktar. Schade, machen wir irgendwas anderes. Die zerstören die ganze Welt. Das darf ich nicht zulassen. Untergrundweg. Gehen wir mal hier rein. LOL! Meine Nachhilfestunde beginnt erst jetzt, oder deine Lehrstunde. Wir haben eine spezielle Behandlung für dich. Eine Behandlung mit, oder nicht Behandlung, ich dachte Treatment. Nee, die meinen hier so Treat von wegen Süßigkeit. Eine Süßigkeit mit einer bestimmten neuen Geschmackssorte. Zum ersten Mal im TV, wir sind... LOL! Wir sind proud to present all new Pokémon. Also sie sind stolz, ihre neuen Pokémon uns zu präsentieren. Ein Arbok! Ja, Mann! Endlich! Das wurde auch mal Zeit hier. Arbok und Smogmog. Blubschrei, Shiggy. Das kriegst du trotzdem hin. Shiggy, Shiggy! Okay. Wir haben anscheinend trotzdem immer noch Angst davor und sind paralysiert. Schade. Wir sind noch ein bisschen geschwächt, aber das macht uns nichts aus, denn wir machen weiter Blubstrahl. Ja, also ich werde nicht sagen, aber bisher hast du noch nicht angegriffen, Arbok. Bisher hast du nur ein bisschen Stati verändert. Und wir machen dich trotzdem gleich fertig. Mach ruhig weiter. Also irgendwie passiert hier nichts. Ah, schade, wir sind paralysiert. Und jetzt greifst du an. Zweimal unsere Verteidigung gesenkt und trotzdem so wenig Schaden. Das ist schwach, will ich dir sagen, Arbok. Aber gut, das war's mit einem Arbok. Du gibst wenigstens gut EP. Und gegen unser Weezing setzen wir zum ersten Mal unser Slimog ein. Ich will das einfach mal testen, weil mir haben die Angriffe sehr gut gefallen, auch wenn Gift gegen Gift nichts macht. Trotzdem haben wir noch Body Slam hier. Setz es ruhig weiter ein, mein Giftfreund. Du wirst uns nicht besiegen, denn wir haben Body Slam, der überhaupt nichts macht. Minimize, Disable, Sludge, machen wir Body Slam weiter. Machen wir uns durch Body Slam eigentlich selber Schaden? Ich guck mal jetzt auf mein Leben. Nö. Also weiter Body Slam, mein Freund. Sludge ist zu schwach. Wir sind jetzt noch nicht mal an dem Level, wo das 5 Level über uns Coughing, Weezing, Smogmog gerade ist. Deswegen, läuft doch einfach nur Bombe. Und es ist noch paralysiert. Darauf wollte ich eigentlich schon viel früher hinaus, aber gut, dass wir es jetzt gemacht haben. Somit schneller, easy peasy besiegt. Slimog, herzlichen Glückwunsch. Du wirst als nächstes trainiert.
Du wirst es vielleicht auch mit unserem neuen Pokémon besiegt haben. Aber wir werden zurückkommen. Team Rocket's blasting up again! Okay, auf Wiedersehen. Hallo? Bring dich zur Route 9. Nach Vermilion City und Fuchsania City. Ich glaube nicht, dass ich hier hin muss. Ich gehe trotzdem schon mal runter. Einfach nur, um nachzugucken, was hier ist. Aber hier ist nichts. Deswegen gehen wir kurz mal wieder nach oben. Weil ich glaube, die Geschichte mit den Dickdas ist noch nicht vorbei. Es hat noch was anderes vor sich. Dickda, Dickda! Dickda! Ja, okay, gut. Also wir beschützen sie erstmal und gehen erstmal wieder den ganzen Weg zurück. So, da sind wir wieder draußen und mal gucken, was hier überhaupt irgendjemand zu sagen hat. Also hier ist... LOL! LOL, eine heiße Quelle. Auch nicht schlecht, dass es sowas hier gibt. Also gut, dass ich jetzt wieder meine ganzen Items verbraucht habe. Aber auch gut zu wissen, dass das hier ist. Jetzt gehen wir auf jeden Fall mal zu dem Typen zurück und sagen ihm, dass die Dickda nicht so böse sind. Was? Die Dickda haben in den Bergen einen Garten gebaut? Na gut, wenn sie das halt machen, dann... gut, dann lassen wir das halt einfach so. Dann werde ich den Damm nicht bauen. Danke, dass du es gemacht hast. Hier, nimm das. Soft Sand, wunderbar. Gut, das hat sich jetzt voll gelohnt, dass wir es bekommen haben. Aber immerhin haben wir die Dickda gerettet und unser Reward entgegengenommen. Da war noch was zum Heilen. Und wir müssen wieder den ganzen Dickda-Tunnel zurück. Ich werde da drin ein bisschen trainieren. Und wir sehen uns in einer neuen Folge von Pokémon Ash Gray. Dass es mit den Folgen jetzt nicht mehr so durchrusht, liegt an der Langatmigkeit. Nein, es ist nicht Langatmigkeit, sondern einfach nur an der Länge von den Folgen, wie die jetzt sind. Passiert. Und ich finde es gut. Ich finde es gut, als wenn die immer so innerhalb von einer Sekunde vorbei sind. Deswegen, auf Wiedersehen. Eine gute Nacht.